Hey Leute, Coach Steph hier und heute geht es um das Thema Massage-Gun. Sinnvoll oder einfach nur Geldverschwendung? Und wenn es sinnvoll ist, für wen, in welcher Situation und für wen nicht? Alle diese Fragen beantworten wir heute im Video. Und bevor wir damit starten, Shoutout an Flow, die sind nämlich auch der Sponsor des heutigen Videos. Das hier ist die Flow Mini, die Massage-Gun, die ich in der Hand halte. Verlinke ich euch unten in der Infobox, ich erzähle euch gleich mehr dazu, aber da wisst ihr schon mal Bescheid. Zuerst sollten wir klären, was ist Massage überhaupt? Und viele kennen es, dass sie sich verspannt fühlen, vielleicht Nackenschmerzen, unterer Rücken ist ganz steif. Ich habe vielleicht Muskelkater von gestern. Ich brauche mal einen, der mich richtig durchknetet. Also gehe ich zur Physiotherapie, zum Masseur, vielleicht zur Thai-Massage oder lass Freund, Freundin daheim abends vom Fernseher einmal richtig durchkneten. Und dieses Durchkneten ist nichts anderes wie ein mechanischer Reiz. Und ich drücke damit Flüssigkeit aus dem Gewebe wieder zurück in den Organismus, wie die Lymphflüssigkeit. Ich erhöhe die Durchblutung. Ich habe neuen Sauerstoff, den ich da, also das, was dein Herz eigentlich macht, das pumpt ja auch ständig, das nur eben passiv durch einen externen Reiz. Und ich fühle mich danach entspannt. Ich fühle mich danach locker. Ich fühle mich gut. Ich komme aus dem Thai-Massage-Ding so raus, Augen so halb zu, hier voll die Abdrücke im Gesicht von der Liege und denke, boah, wie neu geboren. Jetzt kann ich endlich wieder Gas geben. Noch ein bisschen im Schlaf. Aber dann geht's wieder los. Wichtig zu verstehen ist aber, dass dieser regenerative Effekt gar nicht so sehr auf die Durchblutung, Stoffwechsel, Laktat wird ausgeschwemmt zurückzuführen ist, sondern auf die Regulierung des zentralen Nervensystems. Du wirst entspannt, du fährst ein bisschen runter. Dementsprechend wird auch deine Schmerzbelastung, dein Schmerzempfinden sinkt dadurch auch. Und du nimmst es einfach anders wahr. Es ist einfach nur so eine Neuromodulation des zentralen Nervensystems. Und es ist nicht schlecht, es ist tatsächlich sehr gut. Aber das ist wahrscheinlich eher der Effekt, der diese Massage so angenehm, so toll und so wirksam macht für deine Regeneration. Manche werden jetzt denken, ja, aber dann bringt Massage ja nichts. Dann ist es ja nur Kopfsache. Und die Antwort ist, jein, es bringt schon was. Du bist ja danach entspannt. Dein Schmerzempfinden ist geringer. Du hast abgeschaltet, du kannst besser schlafen und dementsprechend wirst du besser regenerieren. Es ist eine unspezifische Maßnahme, ja. Aber heißt nicht, dass es nichts bringt. Und genau den Effekt hat auch die Massage-Gun. Ich fahre damit einfach den Muskel ab, schön locker, suche mir vielleicht einen Schmerzpunkt, bleib da kurz drauf, entspann mich und gehe dann so meine Muskelgruppen ab. Ob jetzt Schulter, Brust ist, ob es jetzt der untere Rücken, der Hintern ist, die Beinmuskulatur, vielleicht die Waden. Genau das ist der Effekt hier. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Und der Nachteil der Massage-Gun liegt ganz klar auf der Hand. Sie kann nicht den Physiotherapeuten, Masseur oder die Thai-Massage ersetzen. Da hast du eine Person, die hat das gelernt, die macht das schon jahrelang, hat Erfahrung, die weiß, was sie tut, welche Griffe bei wem. Du kannst mit ihr kommunizieren, diese kannst du mit ihr sagen, da tut's weh, guck mal hier und dann macht ihr das. Das kannst du mit einer Massage-Gun nicht. Der große Vorteil ist aber, du kannst das daheim machen, vom Fernseher, wenn du Fernsehen guckst, einfach mal kurz machen. Du brauchst keinen Termin, wo du hingehst, hinfährst, einen Parkplatz suchst, da reinlatschst und jedes Mal 30, 40, 50 Euro bezahlst. Das Ding kaufst du einmal, dann hast es daheim und kannst es in deinen Alltag viel leichter integrieren als so ein Massagetermin. Muss man auch hier klar sagen. Nachteil wieder von der Massage-Gun, du kannst eigentlich nur die Oberkörpervorderseite bedienen, ja, und beim Rücken, beim Nacken wird es schon knapp, weil du kannst dich nicht massieren, wenn du hier verkrampft bist, damit du überhaupt rankommst. Du musst entspannt sein. Von daher kannst du gerade sowas wie Rücken mit einer Pistole nicht wirklich bearbeiten. Wenn du allerdings Freund, Freundin daheim hast, kannst du es denen ihr in die Hand drücken und die machen das dann für dich. Dann kannst du auf dem Sofa liegen. Ja, auch das ist kein Problem. Falls du jetzt keinen Partner hast und überlegst, holst du eine Massage-Gun. Für die Vorderseite ja, aber was mache ich mit dem Rücken? Da kannst du vielleicht so einen Faszienball oder eine Faszienrolle benutzen, wo du dich drauflegst. Da kannst du quasi mit der Schwerkraft diesen Effekt simulieren und dich so rollen. Ja, also für jede Situation, Person, für jedes Ziel ist halt manche Maßnahme sinnvoller und manche auch nicht. Ja, hast du Zeit, gehst du zur Massage. Hast du keine Zeit oder willst du spontan machen, ist die Pistole besser. Hast du einen Partner daheim, können die auch den Rücken damit abrollen. Falls nicht, macht es vielleicht Sinn, zusätzlich zur Massage noch einen Faszienball zu holen. Ja, also es kommt immer drauf an. Wenn du dir überlegst, eine Massagepistole zuzulegen, solltest du auf ein paar Aspekte achten. Einmal, dass es verschiedene Stufen hat, denn ein großer Muskel kann mehr vertragen, mehr Härte, als ein kleiner Muskel, wo es dann doch schneller wehtut. Und eigentlich wollen wir nicht so viel Schmerz haben, dass wir entspannen können, damit die Pistole ihre Arbeit machen kann. Zweiter wichtiger Aspekt ist die Lautstärke, denn wenn du daheim vom Fernseher abends das Ganze machen willst und es ist so laut, dass du die Serie auf Netflix nicht mehr hörst, dann machst du es nicht lange. Wenn deine Freundin meckert, sie versteht auch nichts, legt das scheiß Ding jetzt weg, dann machst du das. Und nach zwei, drei Mal benutzt du es dann nicht mehr und es staubt ein. Von daher ist die Lautstärke im privaten Bereich sehr wichtig.
Bist du jetzt allerdings ein Physiotherapeut, ein Masseur, der das Ganze beruflich macht und erstmal den Patient einmal kurz den Rückenstrecker durcharbeitet, bevor es mit den Händen rangeht, ist die Lautstärke nicht mehr so wichtig. Da kann es dann lauter sein und härter sein, mit einem Akku, der noch länger hält, dann kostet so eine Pistole aber auch mal kurz 600, 800 Euro. Brauchst du im privaten Bereich überhaupt nicht, weil der dritte Faktor, der Preis, spielt dann natürlich auch eine Rolle. Tust du das hier nur ab und zu mal abends benutzen? Okay. Tust du es aber jeden Tag beruflich 3 Stunden, 4 Stunden am Tag benutzen? Okay, ist eine andere Anforderung. Von daher achtet dabei darauf, dass es stufenmäßig einstellbar ist, dass es nicht zu laut ist und dass der Preis für den privaten Gebrauch vollkommen gerechtfertigt ist. Da kommen wir dann auch schon zum Sponsor des heutigen Videos. Das hier ist die Flow Mini. Für den privaten Gebrauch natürlich super. Ihr habt hier verschiedene Stufen, die ihr einstellen könnt. Ihr habt eine Intervallstufe. Der Akku ist schnell und leicht geladen, hält auch lange. Ihr habt hier verschiedene Köpfe, die ihr aufsetzen könnt. Je nachdem, habt ihr einen großen Muskel, wollt ihr gezielt punktuell arbeiten. Es gibt auch so eine Zange, so eine Gabel. Da könnt ihr quasi um die Wirbelsäule herum den Rückenstrecker bearbeiten. Von daher guckt unten in der Infobox. Ich verlinke euch das Ganze. Geht auf die Seite, lest euch nochmal alles durch und dann könnt ihr entscheiden, ist es was für euch oder nicht. Ich habe euch ja jetzt erklärt, wann es sinnvoll ist und wann nicht. Das war's für heute. Jetzt wisst ihr hoffentlich, was eine Massagepistole kann und was nicht, wie ihr sie im Idealfall einsetzt und wann nicht. Abschließend kann man vielleicht noch sagen, es ist einfach ein gutes Regenerationstool, was ihr in euer Portfolio aufnehmen könnt und gezielt einsetzen könnt. Ähnlich wie Thaiöl, Tigerbalm, wie vielleicht eine Pferdesalbe. Oder vielleicht japanisches Minzöl für Kopfschmerzen. Habt ihr auch eine Massagegun-Pistole? Weil wenn ihr hart trainiert, müsst ihr halt auch hart regenerieren. Das dürft ihr nicht vergessen. Es geht nicht immer nur um Training. Manchmal muss Yin und Yang auch im Einklang sein. Und da müsst ihr euch genauso viel Kopf machen um die Regeneration wie um euer Training. Und da kann das Ganze euch helfen. Wie gesagt, Link ist unten. Und ansonsten bei Fragen gerne in die Kommentare hauen. Kanal abonnieren, Coach Steph. Wir sehen uns bis dahin. Peace.